Mirko! Dietmar! Max Payne 3! Ein kleiner Hinweis an euch. Wir haben ab dieser Stelle bis ausschließlich der Ich fahre mit dem Bus alle Gegner tot Mission einen zweiten Durchlauf aufgenommen von diesem Spiel, weil wir den ersten Durchlauf als qualitativ doch sehr, sehr schlecht betitelten, weil halt der Sound von dem Spiel noch durch unsere Boxen so wummert wie irre. Aus beiden Durchläufen gab es durchaus lustige Sachen. Ich binde ab und an mal den zweiten Durchlauf ein, aber hauptsächlich wird der erste Durchlauf gezeigt natürlich, weil der mehr Random drin hat und cooler ist. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, weil ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt irgendwie nur den einen Durchlauf zu verwenden und den anderen komplett in die Tonne zu treten. Nun, also dann viel Spaß. Erstmal eine Minute labern, bevor das LP anfängt. Bisher haben schon wieder 80% abgeschaltet. Richtig geil. Ich könnte auch mal aufhören zu reden, oder? Das wäre richtig gut. Okay, es geht los, denke ich mal. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt. Und übrigens, ich grüße meine Mama. Hallo, Mama. It's time to get out of there. Oh, dieser Safe Point, oder? Ja, okay, komm. Wo macht man was? Also, du willst spielen? Ich muss ja. Achso. Das ist ja das Beschissene an diesem verkackten Spiel. So. So, ich sehe zum ersten Mal Dietmar Schwarz spielen. Du weißt noch, wie es ging, oder? Du bist noch in the game drin. Ich bin back in the game drin. Guck mal, wie ich fliegen kann. Max Payne 3. Ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, deswegen kann ich ja was Musik spielen. Wo hast du das Plätschern hingelegt? Ich habe das auf den Boden geschmissen, nachdem ich die Gitarre in die Wand geworfen habe. Es war so. Ach so. Ein recht flüssiger Move. Lukas, hör mal auf, Max Payne. Max Payne rennt. Du bist ja eine Favela. Was war das denn? Leiche untersuchen. Das war gar nichts. So. Dietmar Schwarz spielt Max Payne. Max Payne. Also bis jetzt bin ich besser als du. Der Typ nicht so scheiße aus, würde ich ihn ficken, lalala. Oh, tatsächlich? Auch. Was? Also, wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, das hier ist taktische Vorgehensweise in Max Payne. Merkst du das Spiel? Sie haben sich vor schlimmen Taten abgehalten. Sie haben sich lieber selber umgebracht. Was war das denn? Man weiß es nicht. Besonders cool. Ah, ich kann zu dem Spiel irgendwie keine Freude mehr aufbauen. Das ist so traurig. Swarming. Erstmal richtig geil vor dem Swarming Cops. Hergehen. Swarming Cops. Swallowing Cops, ey. Ich glaube auch langsam. Ich glaube, es schneit. Mann ist ein Erfolg, hat das. Aber er sieht auch aus wie so ein klassischer Klischee-Schwuler, der sich gerade die Grindr-App gezogen hat. So Bart, Glatze. Dass ich einen Grindr gekauft habe, damit er sich ein bisschen Marihuana klein machen kann, oder? Mmm. Habe ich auch so gehört, ist total cool und so. Drogen sind cool, Kids. Und Zähneputzen. Gibt's da nicht auch einen Song von einem YouTuber zu? Übrigens hier. Er kann nicht. Was ist denn da gerade passiert? Ich hab da nicht gesehen, oder was? Okay, ich raste gerade total aus. Hier ist bestimmt eine coole goldene Waffe hier oben. Oh ja, du bist ja aber echt ein Fuchs auch, ne? Du kennst dich schon so ein bisschen aus. Ich bin quasi, ich bin, erstmal bin ich ein Fuchs, ganz wichtig. Bist du nicht eine junge Füchsin? Ah, nee, das war ich bin eine junge Füchsin. Wäre ich ein Fairy, wäre ich, glaube ich, eine Katze. Interessant, oder? Ich bin, glaube ich, eine junge Füchsin. Ich wäre quasi, also ein Fuchs, weißt du? Was macht denn so ein Fuchs? Ich weiß nicht. Ja! Ich bin total behindert. Was ist denn hier gerade Bürgerkrieg oder was? Was ist los mit ihnen? Die wollten alle zum die wollten eigentlich alle so einen Burger King haben, aber da hat der Staat gesagt, ey, also wir haben jetzt Bürgerkrieg. Das war so ein Bürgerkrieg, oder? Das ist, kann passieren, wenn Leute sich nicht gut verstehen. Kriegstaste! Also die werden entführt und wir wollen die retten. Ich dachte, wir wollten nochmal von der Story mitkriegen. Ja, hab ich doch. Die wollen die jetzt retten. Kannst du jetzt mal anfangen? Ich hab ihnen übrigens geholfen. Jetzt ist er am Leben. Jetzt ist er endlich bei seinem Allah. Ist heute Gegenteiltag? Cutscene! Alter! Spiele ich das Spiel so schlecht oder passiert da einfach gar nichts? Spiel das Spiel mit dem Krokodil, du bist der Krokodok. So, jetzt zeigt sich, wer hier der Beste ist! Das war irgendwie ekelhaft. Ich bin auch nicht fast tot. Der hat übrigens seine Marmelade verschüttet. Der hat übrigens geile Waffen, kannst du auch mal aufnehmen. Du bist übrigens tot. Ich kann das Spiel überhaupt nicht mehr. Wie nehme ich Waffen auf? Moment. Okay. Ich werde noch kurz hier. So. Wie ducke ich mich? Ducke mit C. Oder auch so. Und schießen. Jetzt springen. Mit Leertaste springen. Über die Mauer. Mach richtig Stealth-Action. Boah, es geht nicht. Meine Güte. Boah, krass.
Also das Spiel hast du drauf, oder? Du bist übrigens gleich tot! Mit Steuerung, glaube ich, nee, mit Q versteckst du dich hinter der Deckung. Alles klar. Jetzt muss ich mal ganz kurz das Spiel hier, das macht komplett Sinn. Ich frage mich, warum andere Leute Probleme mit der Steuerung haben oder mit dem Spiel an sich, weil es ist ein sehr, sehr intuitives Spiel. Ja. So. So. Ja, also das Spiel, hast du irgendwas über dich so privat zu erzählen, dass irgendwie ein bisschen aufgelockert wird, weil man muss sich ja auch präsentieren. Ach so, ja, Ich war übrigens letztes Woche in TOT. Ach, jetzt, ach so, du machst mal quasi jetzt hier die Ansage, erzähl was privat, aber du erzählst was privat. Finde ich gut. Leg los. Ach so, ja, dann fangen wir erstmal an. Quatsch, bitte erzähl los. Übrigens, du schießt die ganze Zeit auf die kugelsichere Weste. Richtig gut. Aber ich dachte, das ist, ach so, das heißt Kugels. Ja, okay, alles klar. Die heißt kugeldurchlässig, ne, hast du gedacht? Ich bin einfach sehr schlecht in Deutsch. Deswegen das. Ziel. Ziel. Wieso? Rechtsklick. Was macht er denn da? Rechtsklick. Ich mach Rechtsklick, guck mal. Er versteckt sich in der Deckung und ist Max Payne. Du hast doch die Springfunktion, die hast du auch mal gern gemacht. Ja, ich muss erstmal. Ich muss wirklich. Willst du die Steuerung mal anschauen? Ach, guck mal, der ist tot. Lass doch mal den schwarzen Mann in Ruhe. Meine Fresse. Sorry, wer kann denn so Moves bringen? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Max Payne jetzt nicht mehr. Komm, einmal mache ich noch, dann ist aber auch gut. Ja, das kann ich privat erzählen. Ich mache auf meinem Kanal Musik. Ein bisschen. Ich mache mich gern über YouTube lustig. Ja, man kann ja auch nichts anderes mehr machen, außer sich über YouTube. Ich habe eine großartige Sendung, die heißt Schade, dass die Sendung mir nicht helfen konnte. Da ist auch Mirko bald zu sehen. Durchaus. Das ist, glaube ich, alles, was es gibt. Ich gucke selber auch YouTube-Videos. Das ist noch wichtig, finde ich. Ja. Das ist sehr spannend zu sehen, wenn du spielst. Ey. Ich glaube, es ist. Ich glaube, das ist aber nur für dich spannend. Ich denke mal, ab hier wirst du eine Watchtime von 0 haben. Oh Gott. Ich denke, die meisten haben schon ausgeschaltet. Oh, es ist so langweilig. Ich mach kaum Fortschritt, weißt du? Du stirbst ja so. Ja, aber ich bin halt gut. Viele verwechseln es ja. Weil ich will ja, Max Payne soll ja eigentlich sterben. Spring nach rechts und dann kommen die dabei. Da sind 2000 Leute. Okay, eigentlich nur einer, aber zwei. Da kommt links noch einer. Und möglich auf den Kopf. Genau! Mein Gott! Jetzt aufstehen. Ich glaube, ich muss die Enkel das Spiel führen, ey. Meine Güte. Naja, glücklicherweise spiele ich nicht so viel, weil ich ja so oft sterben werde. Der ist übrigens noch am Leben. Der ist einfach nur besoffen an der Tür umgekehrt. Boah, richtig krass! Der rechts lebt noch, glaube ich. Alter! Ich würde dir sagen, ich bin ein Motherfucker, aber es ein war einfach nur Glück. Du bist ein kranker Motherfucker, Junge. Und erzähl mal was. Der Masernfucker. Erzähl mal noch ein bisschen aus deinem Leben. Aus meinem Leben? Ja, ich habe so viel erlebt. Aus meinem Leben gibt es eigentlich gar nichts Spannendes zu erzählen. Ja, das war's. Aber weißt du, was ich gut finde? Man könnte sich auch vorstellen, dass jemand wie Max Gedichte schreibt. Ja, durchaus. Max Payne ist ein Poet. Ein großer Poet. Was, sie will nur noch auf Toilette, lass doch mal die Frau irgendwie. Aber ich will mir wissen, warum die unbesiegbar war. Also, weil offensichtlich ist sie ja eine von wenigen. Sie ist quasi. Wer ist das denn? Wie kann man sie beschreiben? Gibt's da einen Vergleich? Du chillst da hinten. Ich höre dich gerade sowieso nicht. Eventuell Q drücken. Damit hat er der Kopf ausgehockt. Das da hier. So müsste man Werbespot von der Telekom aussehen. Übrigens, die haben Panzer gesichert. Kacke. Ich bin echt gut im Zielen, oder? Also das willst du mir doch eigentlich die ganze Zeit sagen. Um dich spielen zu sehen. Rechts von dir ist, links von dir ist eine Granate. Ich hab gehört, du triffst alles. Meine Güte, bin ich gut. Guck mal der Frau. Guckst okay, du der Frau? Jetzt. Du bist dran. Bob, ich Bock auf dieses Spiel, ey. Wir wechseln wieder. Alter! Fast mal Zeit für einen Break bei dieser Kacke. Aber jetzt gibt's wieder Fortschritt. Mirko ist dran. Yeah, wie bei Mega Man damals, dass du in drei Teilen kein Stück weiterkommst. Oh, richtig krass. Yeah. Ich mach sterben lassen kann ich mich. Ich kann die Steuerung überhaupt nicht. Es ist halt verdammt beschissen. Ich werde definitiv mal David Hein fragen, was der von dem Spiel hält. Weil das einfach nur Kacke ist. Boah, ist das ein Moorhuhn schießen die ganze Zeit. Ist doch Zeit. Voll so. Ich weiß gar nicht, was er dazu gesagt hat. Aber wir haben uns über Max Payne 3 noch nicht unterhalten. Wo ist das Fahren? Ah, hier. Oh, hier, ich schieße mir auf dich.
Ich schieß genau auf dich, was soll das denn? Ey, du kannst eine Compilation, du kannst eine Compilation aus Max Payne Sprüngen machen. Au. Meine Fresse, das Spiel! Putz! So, komm, noch einer! Komm, noch mal 10! Komm, gib mir! Gib ihm! Ich würde das ja Julians Block sagen, ja. War das jetzt dein oder meiner? Ich habe keine Übersicht mehr, es ist ein Rockstar. Das ist Rockstar? Achso! Boah, es schmeckt nach deinem schlechten Atem. Okay, ist deins. Ich uriniere immer ein bisschen in meine Getränke rein. Ich mag es, wenn so ein bisschen Eigenurin drin ist. Weil es nach meinem Atem riecht, dann kann es deins sein. Wegen Küssen eben. Ja. Achso, das! Putz, natürlich! Das hätte ich natürlich auch geschafft. Das ist eigentlich eine. Das ist Lutscher-Pain. Witzig, ne? Das ist ein bisschen das ist Lutscher-Pain. Das ist das Slapstick gerade. Ja. Jetzt wird noch so. So ein bisschen so Silent-Film-Music irgendwie brauchen wir jetzt. Man könnte richtig viel schneiden und basteln mit dem. Das ist eigentlich eine Sitcom. Ja, quasi müsste diese so Clip-Arts musste einfügen, wie aus Microsoft damals noch. Und dann auch so lustige so Hampelgeräusche aus Cartoons. Aber auch Lacher. Wir können einfach die Lacher selber hier einfügen. Wenn er irgendwie Bullshit redet, wie immer. Ja. Er erzählt total serious shit, hat 2 Frauen und 5 Kinder verloren. Oh, 2 Frauen vor allen Dingen. Naja. Ja, in jedem. Es ist übrigens wieder alles ruhig in diesem Spiel. Klar. Er schießt den Typen! Dann gib mir noch ein paar Sekunden Zeit. Ah, hätte ich den Typen retten können? Was passiert denn hier? Rechts Scheiße, du! Meine Fresse! Hat er sich in die Hose gemacht? Auch. Guck mal, was läuft denn unten bei ihm an der Hose runter? Mal ganz im Ernst. Wo? Bei dir, bei Max. Guck mal, was da hinten die Hose runterläuft. Er hat sich in die Hose gemacht. Das ist Öl. Ja, genau. Das ist sein Körperöl. Da, rette den, rette den. Come on, rette mich. Ah! Na, hast du ihn gerettet? Nein. What the fuck, da lebt der noch und schießt von die Boden, hör mal. Man kann ihn nicht retten. Der Max Payne ist sowieso nicht mehr zu retten. Yeah. Das ist alles verloren bei den Typen. So, oh, guck mal, eine Painkiller. Den zwiebel ich mir doch gleich mal rein. Hör, warte mal. Oh, erstmal nicht laufen können. Erstmal ruckelndes Spielerlebnis, doch. Ruckelnd. Ich bin mal auf 15 FPS. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ach so. Den Rest kann man sich doch denken. Ein bisschen ich spiele meistens immer nur einen FPS, weil mit mehr First-Person-Shootern bin ich meistens überfordert. Das sind Comics, von denen du redest. Das sind die Comic-Hefte, die du liest. So. Die lustigen Taschenbücher sind in 1 FPS. Nach wie vor. Du bist so ein Idiot. Sagt der Typ. Erstmal schießen! Ja. Wow. Das war aber nicht absehbar. Kriegstaste! Guck mal hier, ich hab übrigens übersprungen, weil das Spiel mich so storytechnisch interessiert. Aber es ist ja ein Hare Krishna-Spiel auch übrigens. Es ist, Uwe Boll hat hier den Soundtrack geliefert, direkt mit... Der hat den, glaube ich, aber... Hansi Raum. Der hat den, glaube ich, nur mit seinem Mund gemacht, den Soundtrack. Und weil halt... Ja, wie gesagt, ich hab's gerade den Gag gebracht und ich muss ihn nochmal erklären, damit du noch verstehst. Ich höre dir nicht zu, wenn du redest. Ach so, richtig geil. Deswegen Soße. Okay, nee, ich weiß auch nicht. Panoramaroute. Nee, ich hab gerade einen Witz gemacht. Uwe Boll hat sich als Hans Zimmer ausgegeben. Er nannte sich nur halt Hansi Raum. Bau, bau, bau. Ich habe tatsächlich diesen Witz eben nicht verstanden, aber ich bin ja auch einfach ein großer Herbert Grönemeyer-Fan. Und wir orientieren uns an Texten, wie andere an den Kleidungsstil von Justin Bieber. Von daher. Herbert Grönemeyer? Es macht alles Sinn. Hansi Raum mit Maul geflucht. Ah! Ah! Was? Wie kommt ihr nicht hin? Nein! Du bist quasi der Inbegriff eines Programmers, wenn man Wikipedia Programmer eingibt. What the fuck? Das ist impossible, das ist in Bruisers, yo. Ah, swag! Na, sein Gehirn ist aus Kugeln, besteht aus Kugeln. Je mehr Kugeln du in den Kopf jagst, desto klüger wird er. Der besteht aus Kuger? Nein, aus Kugeln. Sein Gehirn ist voller Bullets. Boah, ist es übrigens ein Bullet? Meine Güte, dieses Spiel hat mehr Unterhaltungswert. Das Schlimme ist... Ich will die Waffe wechseln, ich bin tot. ist leer geschossen. Oh. Dann bin ich jetzt dran, oder was? Oh. Willst du spielen? Ich muss ja. Übrigens, Escoria de Merda. Okay, pass mal auf. Du kannst gerne deine Freunde beleidigen, aber deine Feinde nicht.
und da zähle ich mich dazu. Meine Fresse! Übrigens, ich muss nachladen. Richtig krass, oder? Boah, intens. Mein Gott, ist das auf leicht, aber eine Tortur. Ich habe hier fast schon das Verlangen zu sterben. Das Ding ist, das Spiel ist so challenging. Ihr seht ja jetzt quasi zwei verschiedene Spieler. Ihr seht Mirko, der ein bisschen Spiel-Gaming-Erfahrung hat, und mich. Ich habe kaum... Ah ja, stimmt, ich mache auf meinem Kanal noch Review von Spielen, und zwar die besten, glaube ich, und akkuratesten Reviews, die es gibt. Also, da soll ich mal Make. Ja. Ich kann Max Payne nicht reviewen, weil ich es kacke finde. Ich review ja nur Spiele, die ich gut finde. Ja, was war das denn gerade? Er ist durch die Tür geglitscht. Warum auch nicht? Das Ding ist halt, du hast ein bisschen Erfahrung in den Spielen und bist halt nicht ganz so schlecht. Und ich bin halt nur Spieleredakteur. Im echten Leben, deswegen kenne ich mich nicht so gut aus mit Spielen. Guck dir das an. Was ist hier? 47? Rechts. Du hast 47 gekillt. Nein! Ah! Oh, Mann, ist das aber blöd. Das hättest du ja umgehen können. Ja, stimmt. Ich hätte auch einfach das Spiel ausmachen. Ja, mach mal weiter. Oh, jetzt sind wir erst wieder hier, ey. Das Spiel hat Save Points. Ja, das wäre okay. Ja, wie er den Schüssen ausweicht. Links, rechts, ich weiß der alles. Der tanzt gerade nur zu 90er, hast du gesehen? DJ Bobo. I give you my heart, I give you my soul, I give you everything you need. I give you my heart, I give you my soul, give me your love. Hey, oh, Captain Jack. Ich glaube, mein Gehirn ist weg. So. Wir haben ein bisschen 90er Mucke gehört. Was anderes als ihr mit eurem Easy. Wupp, wupp. So. Shut up. Guck mal, da wollte nur ein bisschen. Me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Aha, and sleep with me. Fred, don't have sex with your ex. My Max, baby, take it easy. Guck mal, da kommt er wieder auf die Ecke geschossen, da. Wie so eine Flitzebogen. Oh, scheiße, weg hier. Weg hier. Kennst du die Situation, wo man sich denkt, hey, scheiße, weg hier, und du springst einfach rückwärts? So. In der Schule früher erwischt worden bei irgendwas, erstmal rückwärts springen. Oder auch in die Richtung, YOLO. Das ist einfach... Und aber knallt voll hier. Oh, ist das Spiel scheiße. Okay, los geht's. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? So. Passwort... wie waren denn die Passwörter aus Harry Potter? Ich weiß es gerade gar nicht. Passwörter aus Harry Potter? Ah, sich ihn. Ach so. Oh, guck mal, was kommt wohl jetzt? Ich glaube, eine Cutscene. Richtig, guck mal, wie langsam wir gehen. Oder einfach nicht. Er ging einfach nur so rein. Ich habe die Cutscene, glaube ich, gerade gebreakt, dadurch, dass ich geschossen habe. Ich hab's übersprungen. Geil, jetzt ist das Spiel kaputt. Jetzt ist, glaube ich, das Spiel kaputt. Mama. Es ist schon krass, du hast ja den Duden geschrieben. Ich war ein großer Verfechter des Dudens eigentlich. Weil der Duden hat halt immer das mit das verwechselt. Weißt du, ich glaube, es soll dir nicht sein. Das sieht so unfertig aus. Man kann 1000... Du hast mir den Pott gehabt! Man sollte da nicht sein, das sah nämlich auch nicht richtig aus. Du hast die Katze gekillt. Geil, mein neues Lieblings-Max Payne-Erlebnis. Was passiert? Die Sonne geht unter. Es wird Abend. Ja gut. Ja, das war Max Payne 3. Ja. Haben wir es endlich durchgespielt. Nicht, weil das Menü klappt. Tja, müssen wir wohl abbrechen. Spiel ist tot, abgeschmiert. Okay, bis gleich.